Der Gedanke zur Woche von Peter Denk. Im Moment wird nicht so viel über die Liebe gesprochen. Was ist eigentlich die Liebe? Die Liebe ist ein Zustand, den wir nur schwer beschreiben können. Ich habe heute einige Fragen an diese Liebe. Für den einen ist es gerade schön, weil sie wahrscheinlich verliebt sind. Für den anderen ist es gerade etwas schwer, weil man nicht weiß, liebt man noch, liebt man nicht mehr. Und wieder andere sind vielleicht gerade getrennt oder haben eine Beziehung hinter sich. Und manchmal gehen Beziehungen gut auseinander und manchmal schlecht. Heute möchte ich sozusagen der Liebe eine Chance geben. Denn Gott ist die Liebe und die Liebe ist Gott. Es gehört beides irgendwie zusammen. Deshalb wurde ich ein Stück weit inspiriert und habe folgende Fragen an die Liebe. Wie fühlt sich eigentlich ein Liebesgedanke an? Riecht der Sommer nicht irgendwie so, wie frische Erdbeeren schmecken? Nach was riecht denn die Liebe? Und in welcher Sprache spricht man mit Vögeln? Muss kaltes Licht sich erst an warmen Händen aufbrechen, um seinen abschreckenden Charakter zu verlieren? Wie fühlt sich ein herzhaftes Lachen in deinen Ohren an? Und wie verleiht eine Liebe sich selbst ihren Ausdruck, wenn zwei Menschen sich küssen, liebhaben, umarmen? Worin werden Wünsche sichtbar? Wie riecht Liebe? Wie schmeckt Liebe? Was bedeutet eigentlich, zu jemandem zu sagen, ich hab dich lieb? Wiegt das Schwere leichter, wenn man es neu sortiert? Wer bleibt wach, solange die Welt schläft? Auf welchem Instrument spielt man seine Lieblingsmelodie? Wenn du deine Welt auf den Kopf stellst, drehen sich dann auch die Gedanken um? Gibt es eine Grenze zwischen Ende und Neuanfang? Und was bedeutet Liebe, wenn ich sie buchstabiere? Wie habe ich gelernt zu lieben und wie habe ich es verlernt zu lieben? Worin liegt die Liebe in der Zeit und worin liegt sie jetzt? Wenn deine Gedanken Karussell fahren, gibt es dann dort auch einen Stand mit Zuckerwatte? Kannst du zwischen den Zeilen lesen, um die Liebe zu erkennen? Und spürst du es auch noch, wenn du jemanden ansiehst, jemanden berührst, an jemanden denkst? Was ist die Liebe in der Zeit heute? Was bedeutet sie heutzutage, gerade nach den letzten Monaten? Was bedeutet die Liebe jetzt für mich? Ist sie noch präsent? Ist sie in der Vergangenheit? Oder wartet sie schon in der Zukunft?